Hi Leute, wir hatten für 2 Wochen lang die Yamaha R3 zum Testen. Und falls du jetzt darüber nachdenkst, von einer 125er Sportler auf eine A2 Sportler umzusteigen, solltest du dir dieses Bike genauer anschauen. Und zum genauer anschauen eignet sich unser Bikeborn perfekt, also viel Spaß! Dude, I'm killing it, smoking them all like a cigarette, cigarette. Worldwide, I'm on it like the internet, they're feeling me. On the other side of the world since I've been in it. Guess you don't know who I'm chilling with, but now you wanna hold me close. You look stupid cause you brag a lot like a top model with no portfolio. Just no, I ain't picking up, go stupid like rice in the club. And my songs go hard though, and they everywhere like pints in the pub. Girls wanna come a little close, cause they know that I'm running with the flow. Skip that P1, dope, I'm a nose. Don't you know that I don't cuddle with these hoes? My business is my business, and I get it. Ja, was macht die Yamaha R3 aus? Sie ist A2 perfektioniert mit ihren 42 PS und 169 Kilogramm. Sie ist voll verkleidet, darum wiegt sie 1 Kilogramm auch mehr als die MT-03. Nur die Höchstgeschwindigkeit ist dadurch auch um einiges höher und das seht ihr in diesem Video. Ja, das war die Beschleunigung auf VMAX mit der Yamaha R3. Die im Video angezeigte Geschwindigkeit ist GPS gemessen, weswegen sie ein wenig geringer ist als die, die ihr ja, auf dem Tacho sehen könnt. Und die R6 ist für viele Leute von euch wahrscheinlich das Traumbike nach der 125er Supersportlerzeit. Ihr drosselt die und wollt damit dann eine Menge Spaß haben. Das ist aber bald vorbei, da gibt es nämlich bald eine gesetzliche Änderung. Deswegen ist die R3 für euch also umso wichtiger. Ihr müsst sie im Augenmerk behalten. Nicht nur die Beschleunigung auf VMAX hat uns interessiert, sondern auch die Beschleunigung auf 100. Und dafür haben wir ein extra Video gemacht, also viel Spaß. Ja, bei A2 Motorrädern kommt es auf jedes Kilogramm an, auch bei der R3. Wir konnten unter besten Bedingungen mit Bergab, Rückenwind auch nochmal höhere Endgeschwindigkeiten erreichen. Fast 200 km/h standen auf dem Tacho und ja, also seid nicht traurig, falls ihr jetzt nicht die Endgeschwindigkeit erreicht, die wir erreicht haben oder andersrum. Was wir bei jedem Test immer machen, ist der Spritverbrauchtest. Dafür fahren wir ja gut 160 bis 200 Kilometer. Und testen dann, wie viel das Bike verbraucht. Wir fahren da halt wirklich alles durch. Wir fahren Landstraße, Stadt, Autobahn, alles was gibt. Und gucken, was am Ende bei rumkommt. Hallo Leute, herzlich willkommen zum Sprittest der Yamaha R3. Gerade haben wir voll getankt bis zur obersten Markierung. Jetzt haben wir 56 Kilometer weg und der erste Balken ist auch schon weg. Weiter geht's! Ja Leute, nun ist der zweite Balken auch schon weg. Jetzt habe ich knapp 71 Kilometer weg mit dem Motorrad. Und gut, der zweite Balken kam schneller als der erste.
Jetzt geht's zum dritten, also bis zum nächsten. Balken 3 ist nun auch wegradiert. Nach 94,5 Kilometern ist der weggegangen. Jetzt geht's weiter, also bis zum nächsten Stopp. So Leute, ich habe jetzt auch nur noch zwei Balken. Insgesamt habe ich jetzt 133,9 Kilometer runter. Ich würde sagen, bis zum nächsten Balken, haut da rein. Yo, wir sind jetzt bei 160 Kilometern. Der letzte Balken wurde erreicht. Sprich, man kann noch weiter fahren, natürlich noch ein bisschen Reserve etc. Aber wir packen das Ganze jetzt hier ab. Ich tanke jetzt wieder voll und dann rechnen wir aus, wie viel Liter Sprit wir auf 100 Kilometer gebraucht haben. Das dann aber im Studio. Also, jetzt wird erstmal getankt. Schön wieder bis zu der Begrenzung wie vorher. So, ich habe auf 160 Kilometern 9,11 Liter gebraucht. Ja Leute, insgesamt sind wir 160 Kilometer Motorrad an dem Abend gefahren. Vollgetankt sind 14 Liter und 9,11 Liter haben wir weggefahren. Das macht einen Spritverbrauch auf 100 Kilometern von 5,69 Litern aus. Nicht nur der Sound von 125er Motorrädern hat uns interessiert, sondern auch der jetzt von der R3. Denn der Zweizylinder macht echt einen ziemlich guten Sound und sieht auch ziemlich gut aus. Aber was bringt es euch, wenn ich den Sound beschreibe? Hört ihn selber an. Ich hoffe, euch hat der Sound genauso gut gefallen, wie er uns gefallen hat. Und falls nicht, liegt es wahrscheinlich daran, dass wir den Sound in Videos technisch einfach nicht so krass rüberbringen können, wie er live wirklich ist. Also, führt keinen Weg dran vorbei. Ihr müsst zu einem Händler, müsst eine Probefahrt machen und das Bike einfach mal live anschauen. Und bevor ihr das tut, guckt zu Ende, denn jetzt kommt erstmal unser Feedback. Die Yamaha R3 ist ein A2 optimiertes Motorrad. Das haben wir schon zu Anfang gesagt und das sage ich zum Ende nochmal, denn es ist einfach ein wirklich leichtes und spaßiges Motorrad, das für den Aufstieg von einer 125er in die nächsthöhere Führerscheinklasse, den A2-Führerschein, geeignet ist. Man muss einfach mal bedenken, dass die ganzen Hersteller mittlerweile auch Motorräder für den Stufenführerschein anbieten. Sie bieten dir die Möglichkeit, ein Motorrad, das nicht gedrosselt wird, einfach so zu fahren. Ready to go. Und es ist einfach so, wenn man ein Motorrad fährt, das gedrosselt ist, man fährt einfach mit einem Motorrad, das gedrosselt ist. Man spürt es. Man merkt, ich könnte mehr, aber es kommt nicht mehr. Und das ist das Geile bei den A2-Bikes. Sowohl bei der R3 als auch bei der MT-03. Man wird nicht eingeschränkt. Man kann voll Stoff geben. Jedoch muss man halt, es sind noch relativ kleine Motoren,
einfach die Drehzahl nutzen. Ja? Denn die 42 PS bzw. die 29,6 Newtonmeter sind wirklich im oberen Drehzahlbereich erst vorhanden. Also wenn du Angst vor Drehzahl hast, kriegt man ein Problem. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, was die Supersportlerhaltung angeht, denn eigentlich verbinde ich damit immer eine etwas unentspanntere Sitzposition als zum Beispiel beim Naked Bike. Ich wurde aber wirklich sehr positiv von der R3 überrascht, weil man hat nicht diese gebeugte Haltung, man sitzt trotzdem irgendwie aufrecht, obwohl man nicht aufrecht sitzt. Der Sitz ist super entspannt und ja, die Rückenhaltung ist geil, man kann damit auch problemlos längere Strecken fahren. Das haben wir selber erfahren, weil wir einmal über 100 Kilometer am Stück nach Köln gefahren sind, über Autobahn. Und ja, ich bin wirklich da positiv überrascht und muss sagen, dass das wirklich sehr geil ist. Allerdings gab es auch einen leichten Kritikpunkt an diesem Bike. Das war der Schaltblitz. Eigentlich denkt man ja, der Schaltblitz ist eine ziemlich angenehme Sache, der einem dann zeigt, wann man schaltet. Jedoch kommt nach dem sechsten Gang kein Gang mehr. Also kann ich nicht mehr schalten. Und da frage ich mich, warum blinkt das Teil wie verrückt? Das ist uns aufgefallen, als wir auf der Autobahn unterwegs waren, ganz geduckt nach vorne, auf Topspeed aus. Und man hängt ja mit dem Gesicht eigentlich genau am Tacho und dann blinkt einem dieser helle LED-Blitz die ganze Zeit ins Gesicht. Fand ich ein bisschen störend und lenkt halt einfach dann vom Wesentlichen ab, und zwar vom Geradeausgucken. Und das fand ich ein bisschen nervig. Und zu guter Letzt kann ich nur sagen, nicht nur die MT-03, sondern auch die R3 ist einfach ein Porsche-Killer. Die Beschleunigung ist wirklich mega krass. Und in diesem Sinne, Leute, haut da rein, bleibt da geil und guckt euch das Bike auf jeden Fall mal live an.